Also, die Vorlesung heißt Physik für Großeltern. Ich habe Spaß daran, Physik zu erklären. Offenbar habe ich irgendetwas getroffen, was viele anspricht, ohne es zu ahnen. Ich bin heute hier, weil ich sehr neugierig bin und etwas lernen möchte, was ich meinen Enkeln vermitteln könnte. Für mich auch total spannend, mal wieder in den Hörsaal zu sein. Gut, dass man als ehemaliger Student mal wieder ein bisschen Studentenfeeling mitkriegt. Meine Enkelin hat vor 14 Tagen hier angefangen, Physik zu studieren. Hm. Damit ich nicht ganz so doof aussehe, wollte ich mal hören, wie das hier so läuft. Der Hörsaal fasst 90 Sitze und wenn ich das sehe, sind die gleich gefüllt. Angemeldet für das Internet haben sich knapp 300. Einerseits hingerissen, aber auch ein bisschen eingeschüchtert von dem Erfolg. Ich habe selber drei Enkel. Der älteste ist erst zwischen 5 und 6. Aber ich freue mich schon darauf, das auch mit denen selber zu machen. Was ist Physik? Ich möchte gerne mit ein paar kurzen Bemerkungen dazu tatsächlich anfangen. Nicht geölt. Doch. So, jetzt ziehe ich. Jetzt, Sie halten nur still, ich ziehe jetzt. Sie sehen, es ist dasselbe. Ne? Es ist egal, wer zieht. Und das zeigt, jede Kraft hat immer eine Gegenkraft. Aber ich glaube, das ist vielleicht für heute ein ganz guter Schlusspunkt. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Na klar bin ich erleichtert. Also das Publikum war aufmerksam, das weiß ich, da habe ich genug Erfahrung. Und haben ja auch viele dazwischen gefragt und auch gute Fragen gestellt und haben gut mitgemacht. Also nee, wunderbar eigentlich. Ich fand diese Veranstaltung sehr gut. Bin hauptsächlich eigentlich, weil ich selber noch was lernen möchte. Meine Enkelkinder sind schon etwas größer, die wissen das wahrscheinlich oder möglicherweise schon. Aber ich fand es sehr interessant. Ich komme gerne wieder. Ausgezeichnet, wirklich ohne Wenn und Aber. Muss man ein paar Kenntnisse haben. Ne? Ja, aber es fand ich sehr interessant. Werden wiederkommen. Sehr gut gemacht, sehr informativ und auch lebendig gemacht, mit vielen Beispielen untermauert. Also mir hat es gut gefallen. Und mein Enkelsohn, der ist jetzt 3 Jahre, der wird davon profitieren.